Hallo zusammen, ich bin's nur Daniel und wie versprochen und auch schon mehrfach annonciert, habe ich euch heute ein neues, ein besonderes Format mitgebracht. Ihr könnt es da oben schon sehen, ich habe mir einen Gast eingeladen. Herzlich willkommen, Eddie. Ja, hallo Daniel. Wer Eddie noch nicht kennt, der steckt vermutlich nicht so richtig tief in der Ska-Szene drin, denn Eddie ist einer der bekanntesten Spieler überhaupt. Er ist zweifacher Einzel-Europameister, er ist amtierender Bundesligameister mit Euroska Treuchtlingen, er hat auch schon einige Rätselperlen beigesteuert und es herrscht große Einigkeit, dass Eddie einer der besten Spieler überhaupt ist. Viele sagen sogar, er ist der beste Spieler und dieser Meinung schließe ich mich vorbehaltlos an und deswegen ist es eine besondere Freude, dass wir dich hier heute begrüßen dürfen. Ja, ich freue mich auch sehr. Eddie, was wir uns vorgenommen haben, ist nicht weniger als ein Battle über 12 Runden, also wie Rocky in seiner besten Zeit. Und zwar wollen wir mal so ein bisschen Einblick geben in die Welt des Profi-Skats. Wie trainieren die Profis, indem wir uns an die Zwei-Spieler-Variante Skat en deux ranmachen. Und das heißt, da werden viele Karten offen gespielt. Es ist also nicht zu verwechseln mit Bauern- oder mit Offizierskat. Es ist deutlich dichter an dem Originalskat, allerdings mit eben teilweise offenen Karten. Und damit hat es ein bisschen mehr Ähnlichkeit mit Schach, offene Züge. Und Eddie, erzähl uns doch mal, bevor wir hier in eine Proberunde einsteigen und die Regeln näher bringen, erzähl uns doch mal, wann du das erste Mal mit dieser Zwei-Spieler-Variante Skat en deux in Berührung gekommen bist. Ja, das war 2000 bei meiner ersten großen Skat-Veranstaltung, der Skat-Weltmeisterschaft auf Mallorca. Da habe ich abends dann als Kibitz tatsächlich dieses Spiel das erste Mal kennengelernt und war direkt von diesem Spiel sehr fasziniert. Das heißt, wie schätzt du denn das Skat en deux als Trainingswerkzeug ein, um die Fähigkeiten eines Skatspielers voranzubringen? Wie wichtig ist das, auf dem Weg ein Top-Skatspieler zu werden? Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, weil in diesem Spiel auch sehr häufig die inzwischen für viele auch bekannteren Motive wie Gabeln etc. pp. Verschiedene Drückvarianten und so weiter alles im Geiste durchgespielt werden kann. Und dass man dann alles noch im Voraus planen muss und einige Züge im Voraus denken muss, um dann auf die benötigten Punkte, die wir dann brauchen, zu kommen. Das ist doch eigentlich schon sehr faszinierend. Wunderbar. Dann würde ich sagen, genug vorab geredet. Wir haben uns hier schon am Tisch eingefunden. Ariel ist mein Nickname bekannterweise und Eddie heißt VfL. Wir spielen auf Euroskat. Das ist der gleiche Server wie die Skatinsel. Das heißt auch der gleiche Nickname. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir mal in unsere Proberunde. Gut bleibt Eddie. Gut bleibt Daniel. Was ihr hier sehen könnt, ich bekomme ganz normal meine 10 Karten. Skat liegt in der Mitte. Eddie in Hinterhand reizt mir 18 und mein Blatt ist hier einfach ein bisschen zu dünn. Das heißt, ich steige gleich mal aus und während Eddie jetzt hier den Skat aufnimmt und überlegt, was er macht, können wir eben sehen, links im Bilde sitzt die liebevoll genannt Skat-Oma. Das heißt, diese Hand wird nicht von einem echten weiteren Spieler bedient, sondern von einem von uns. Und zwar hat immer derjenige die Ehre, der im Gegenspiel ist. Das heißt, in diesem Fall darf ich gleich die Hand der Skat-Oma mitführen. Und Eddie hat hier gleich mal einen sehr überzeugenden Grang hingelegt. Und ihr könnt euch vielleicht fragen, ja, warum hat er denn hier die Karten aufdecken dürfen? Er hat doch in den Skat geschaut. Das ist eine der Besonderheiten beim En Deux, dass man noch weitere Gewinnstufen dazu nehmen kann. Auch Farbspiele oder Grangspiele mit Skataufnahme können offen gespielt werden oder wie in diesem Fall sogar doppelt offen. Das heißt, die Karten werden direkt aufgeklappt und nicht erst nach dem ersten Stich. So, ich werde jetzt mal das Spiel eröffnen mit der Kreuz Lusche. In dem Moment klappt jetzt hier die Karte der Skat-Oma auf, ist für mich zu sehen und ist auch für Eddie zu sehen. Nein, Ja. nein, nein, nein. Ach so, und ist im ersten Stich tatsächlich für den Alleinspieler in Hinterhand noch nicht zu sehen. Eine kleine Feinheit, danke Eddie für den Hinweis. Ja. Wenn der Alleinspieler in Vorhand ist, dann ist nach der ersten gespielten Karte für ihn das Blatt auch sichtbar. So wird der erste Stich noch verdeckt gespielt. Aber jetzt, so ist es, ne? Jetzt sehe ich auch die Karten und stelle ernüchternd fest, dass ich nicht Schneider gewinnen werde, dieses Spiel.
Ja, das Spiel ist ja ein ganz ordentlicher Auftritt, auf jeden Fall Ja. unverlierbar, aber tatsächlich, Kreuz steht hier 4 zu 1 und ich habe hier gerade noch einen vollen abbekommen, sodass ich den Stich hier für Schneider frei andicken kann. Danach schenke ich dann auch gleich und Eddie legt mal los mit 168 Punkten. Wie? Ja, was nicht viel mit Skatkunst zu tun hatte gerade, aber man freut sich natürlich speziell trotzdem über vier Buben und so einen schönen teuren Grand. Ja, die Punkte werden jetzt gezählt mit 4 Spiel 5, einmal auf dem 6, zweimal auf dem 7. Da kommen die 168 Punkte her. Und was ihr auch sehen könnt, wir spielen die Turniervariante. Das heißt, kein Kontra, kein Re. Es gibt da auch noch eine schärfere Variante. Dafür aber 50 extra Punkte für das gewonnene Spiel. Also Eddie ist erstmal mit 218 Punkten in Führung gegangen. Zweites Spiel, Position hat gewechselt. Ich bin jetzt in Hinterhand. Das heißt, die Oma ist nach rechts gerutscht. Ich darf zuerst reizen und das ist gar nichts. Gar nichts hört sich nach einer Einladung zum Tanz an, aber ich werde sie nicht annehmen. Und im Skat lag tatsächlich auch gar nichts. Ja, das ist etwas, was beim Endeu ganz logisch ist, wo man sich aber trotzdem natürlich erstmal dran gewöhnen muss. Da die Skat-Oma nicht mitreizt, auch mit vier Buben würde die keinen Mucks verlauten lassen, werden natürlich einige Spiele eingepasst. Rein rechnerisch muss es ja ungefähr sogar ein Drittel sein. Und vielleicht sogar noch ein paar Prozent mehr, denn jeder Spieler sollte wissen, aufgrund der Gefährlichkeit der Skat-Oma, aufgrund ihrer Defensivqualitäten, dass man sich selber eben auch ein bisschen zurückhalten muss, wenn man hier nicht übel auf die Nase fallen will. Es kommt eben noch hinzu, so zum Beispiel auch in diesem Blatt am verdeckten Tisch sicher 18 wert, aber hier ist das ein relativ schlapper Fünftrümpfer und du kannst eben auch nicht damit rechnen, dass hier Fehler im Gegenspiel passieren, denn es wird ja dann mit offenen Karten gespielt, deswegen lasse ich das Spiel lieber mal laufen und die Findung hat mir auch durchaus recht gegeben. Auch dieses Spiel hier grenzwertig beim Ondö eher ein Pass und da sind wir dann in dem üblichen Modus. Aber jetzt, meine Lieben, jetzt kann ich mich dann endgültig nicht mehr zurückhalten, obwohl die Vernunft mir sagt, auch das ist sehr, sehr grenzwertig, aber ich werde es jetzt mal riskieren. Ich werde es mal riskieren. Die Findung ist erfreulich, sagen wir mal. Es liegt der fünfte Volle drin. Und ihr könnt euch fragen, warum verrate ich jetzt schon so viel? Ich habe jetzt sowieso vor, auch mal zu kontern mit einem Grang ebenfalls doppelt offen. Der ist allerdings ohne 4 und das bedeutet natürlich, der wird nur funktionieren, wenn mir hier kein Ass abhanden kommt. So, Reihenfolge ist ja eigentlich egal. Ich starte jetzt hier mal mit dem Herzass. So, und das ist erfreulich. Die größte Angst hatte ich natürlich vor einem Abstich in Karo, weil ich da die Viererlänge habe. Und ihr könnt schon sehen, am echten Tisch hätte die Oma sicher ein bisschen was geboten mit den drei oberen Buben. Vielleicht wäre ich aber mit den vier Assen trotz alledem ans Spiel gekommen. Und jetzt gewinne ich natürlich, die Karo 10 hätte ich nicht unbedingt gebraucht. Ein Bild reicht mir und der Karo König war ja immer unterwegs, wenn das Ass nicht gestochen wird. Also, ganz nett von dir, Eddie, dass du mich hier das Ding nochmal auf diesem Weg durchspielen lässt. Ja, natürlich. So ein Grang zweimal offen ohne Vieren, der ist ja auch was brandgefährliches. Den gibt es ja auch nicht sehr häufig in dem Endeu. Der muss schon sehr, sehr gut sein in der Regel. Und man sieht auch direkt, mit Vieren kann jeder spielen, aber ohne Vieren, so wie der Daniel, und schon ist man punktgleich. Ja, nun wird mich hier vielleicht ein bisschen die Euphorie getrieben haben und auch das Wissen, dass wir hier noch in der Proberunde sind. Ich glaube, in der Originalrunde werde ich mich wahrscheinlich doch ein bisschen besser, oder ich hoffe mal, dass ich mich da besser im Griff habe und ein Risikospiel wie ein Grang ohne 4 dann nicht noch mit extra Stufen verteuerte. So, aber es wurde erstmal belohnt. Auch hier bin ich jetzt mit 18 wieder Besitzer und ich könnte jetzt eben auch dieses Spiel einmal offen oder zweimal offen spielen, aber das ist mir dann doch eine Ecke zu schwach und vor allen Dingen habe ich in Hinterhand eben noch den Vorteil, dass Eddie jetzt, wo ich die Karten nicht aufklappe, seinen ersten Stich erstmal in Unkenntnis der Verteilung spielen muss. Dann legt er die Karte von der Oma und die kommt ja feilschnell und jetzt klappt die Karte der Oma auch für mich auf und oje, wir spielen auf jeden Fall schon mal gegen vier Trümpfe. Wie schade. Ja. So, jetzt gibt es hier natürlich mehrere Drückvarianten. Der Daniel könnte Karo 10 König gedrückt haben, er könnte sie aber genauso oben gelassen haben
und ein blankes Pik Ass neben der blanken Herzlusche, was wahrscheinlich bei dem Spiel, weil es eigentlich zu stark ist, nicht so sein sollte. Nur nach dem Aufschlag, den ich jetzt gewählt habe, ist dieses Spiel wahrscheinlich tatsächlich nur noch zu gewinnen, wenn er Karo 10 König wirklich oben hat. Deswegen Ich decke es hier mal auf, denn ich sehe es zwar dieses schon. Karo Ass und die Trumpf 10 werden wir jetzt irgendwie nicht nach Hause bekommen. Und deswegen, wir spielen es jetzt einmal mal für die Zuschauer durch, ganz schnell. Denn es gibt natürlich auch gute Nachrichten. Vier Trumpf ist ja das eine, aber erstens mal steht hier die Trumpf 10 blank und das kann ich aus meinem Blatt natürlich auch ersehen. Und was fast noch wichtiger ist, Pik steht 2-2, das heißt, ich begebe mich gar nicht erst noch in eine Trumpfkürze, sondern kann direkt einmal Pik von oben und einmal von unten spielen, habe mir damit die Pik 7 hochgespielt und vor allen Dingen die drei Trümpfe nützen Eddie insofern wenig, als er eben seinen Karo Ass nicht nach Hause bekommt. Genau, und wir stehen jetzt hier irgendwie auf Ende 40, Rest schenken. Ja, Ende 40 war fast genau. Ja. Ja, aber viel mehr war irgendwie in diesem Spiel nicht drin. Die Trümpfe standen zwar zu viert, aber Pik 2-2 war doch für Daniel ein großer Vorteil. Und so habe ich mir dann hier erstmal die Führung erkämpft. Und auch hier Ja. könnte man mit gutem Willen wieder reingehen, aber ich glaube, ich werde mal diesen Vorsprung noch mindestens ein Spiel länger erstmal verteidigen. Ja, aber das ist natürlich nochmal eine 18, auch in Hinterhand. Naja, wir spielen ja nur eine Testrunde, deswegen ich behaupte, Ah. dass es mit der Karte sinnvoller ist, selber zu spielen, als sich ein Spiel des Gegners anzugucken. Wir schauen uns das mal an. Ja, und da sind wir Das jetzt gibt mal es sehr selten. in einem Bereich, wo ich zum Beispiel auch in meine Reizung gleich diese Stufe offen und doppelt offen mit einbauen kann. Das heißt, normalerweise wäre hier vielleicht schon irgendwo bei 20 finito, aber so kann ich durchaus mal auf 40 gehen. Und Bei 20 finito. Oh ist Gott. auch fair Das zu sagen, hört sich auf jeden Fall nicht gut an. Ah. ist fair zu sagen, dass ich jetzt ein bisschen was verraten habe. Das ist ja in der Proberunde okay. Das werden wir in Ja, ja, unserem ja. echten Battle natürlich ein bisschen zurückfahren. Eddie, du bist überrascht über die 20er bzw. 40er Annonce. Ja, ich habe hier wirklich ein Herz geplant. Ja, dann hoffe ich mal, dass ich dir damit jetzt ein bisschen Feuer machen So. kann. Ne? Ich werde übrigens mal, haben wir ja noch ganz vergessen, wo du es schon so ankündigst, werde ich doch hier schon mal die Glocke bereitstellen. Die Nur mal Glocke so kann man, pro wenn forma. man Herz zweimal offen gereizt hat, auf jeden Fall schon mal zücken. Ja, das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Da kommt der Kreuz, auch das keine Überraschung. Eddie spielt die Lusche aus, er spielt ihn verdeckt und die Karte der Oma klappt auf. Dann klassisch einfach mal eben durchzählen. Was wissen wir denn jetzt über die Hand des Alleinspielers? Er hat offensichtlich fünf Trümpfe mit beiden Trumpf vollen. Er hat Herz, Ass und Zehn in der Hand und da wird er gleich sehen, beziehungsweise du siehst es ja jetzt schon, die Gefahr ist nicht so groß wie befürchtet. Herz, Ass und 10 werden laufen, es sei denn, du hast jetzt vielleicht aufgrund meiner Annonce anders gedrückt. Pik Dame zu dritt ist natürlich nicht so dolle und auch Karo 10 Lusche ist nicht so dolle. Ja, kann ich vielleicht damit rechnen, dass Karo 10 Lusche gedrückt sind? Das wäre nicht ungewöhnlich. Und dann kommt es dem Eddie zugute, dass sowohl in Herz nicht viel los ist, als auch dass Pik 2 zu 2 steht. So, da muss ich mal gerade überlegen, habe ich hier irgendeine Variante? Ach, wir spielen hier mal jetzt einfach aus der Lameng und holen erstmal in Pik den Stich ab, der war ja klar. Und komm, wir testen einfach das Karo Ass. Wir wollen mal die Drückung überprüfen und Überraschung, Karo Ass läuft. Könnte jetzt natürlich auch mal die Variante sein mit der Karo 10 oben und zwei Pik im Keller. Gucken wir mal, ob ich da jetzt richtig Auf liege. Daniel kann man sich verlassen. Ja, wunderschön. Da habe ich doch dem Eddie hier die Karo 10 schön freigespielt. Na, ist das nicht. Ist denn heute wieder wünsch Ich dir wollte was gerade Tag? sagen, es ist komplett egal, wie ich den gedrückt. Selbst wenn ich den glatt gedrückt hätte, hätte ich im Finale ja Trumpf 10 und Trumpf vollen noch verloren mit Ladung von Daniel, weil er alle drei Fehl hat. Aber jetzt müssen wir mal kurz gucken. Ja, das wird alles nichts ändern, ne? Das wird alles nichts Ja, ich glaube, ändern. den Warum Trumpf denn? Doch, vollen doch, doch, das verlierst du ändert doch was. auch wenn du jetzt alles abziehst, weil ich ja dann den letzten Herz noch bringen kann, ne?
Aber trotzdem klassisch beim Undo, es wird häufig dann nicht über Trumpf gespielt, sondern auch mal die Fehlkarten erstmal alle abgezogen. Jetzt kommt Trumpf, ich dränge mich hier rein und bringe hier den Herzkönig. Ein Trumpf voller ist noch unterwegs, so gesehen warten wir hier nochmal auf die 10. Das ist das Maximum, was wir jetzt nach meinem etwas schlappen Vortrag bekommen können. Also, ich glaube, den habe ich dir ein bisschen sehr leicht gemacht. Wenn ich direkt Pik 10 nachziehe, dann wärst Dann wäre ich du wohl enttarnt, genau. aufgeflogen. Und so gesehen, naja, schieben wir es mal auf die Proberunde und wir wollen es gar nicht vertiefen. Wir gehen Genau. in die letzte Partie. So, ich bin vorne um 24 Punkte. Ich werde passen und versuchen. Ach, da hätte ich Ich aber noch ein passe schönes auf, Spiel. auch Ja. ich lasse dir hier in der Proberunde den Vortritt, aber auch das noch eine wichtige Erkenntnis. Wir spielen natürlich nur die echten Spielpunkte aus. Es gibt keine Extrapunkte dafür, wenn einer in diesen 12 Runden eine Liste gewinnt. Von daher taktisch wäre es jetzt nicht klug, nur um die Liste noch zu gewinnen, ein riskantes Spiel zu machen. Wir haben also hier beide 2:0 gespielt. Du hast mehr Spielpunkte und ja, ein schöner Einstieg, denke ich, um zu zeigen, wie dieses Spiel funktioniert, wie die Regeln laufen. Und ich bin jetzt schon richtig heiß. Ich habe schon richtig Lust auf unser echtes Battle. Da werden wir uns ein bisschen mehr fokussieren. Ich hoffe mal, dass ich diesen Kreuz ohne 3, wenn er denn so ähnlich nochmal vorbeikommt, dann schlagen kann und dann hier auch unserer Glocke den Einsatz gebe. Ich lasse sie hier trotz alledem mal zur Freude erklingen. Ja. Funktioniert. Und dann würde ich sagen, danke für den Moment und lass uns mal direkt ransetzen und ins Battle starten. So machen wir es. Danke auch. Tschüss, Eddie, bis gleich. Tschüss.